noch zu wählen und damit die Liste zumindest für heute Abend rund zu machen. Morgen geht es weiter. Von unserer Seite nochmal ein Riesendanke an eure Geduld und eure Disziplin mitzumachen. Es waren bis zum Schluss die Delegierten dabei und haben abgestimmt. Ich glaube, das ist nochmal ein Zeichen davon, wie wichtig euch diese demokratischen Entscheidungen auch in so schwierigen Zeiten sind. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz explizit bei meinem wundervollen Co-Präsidenten Louis bedanken, der das erste Mal im Präsidium war und wie ich finde wirklich einen knaller Job gemacht hat. Natürlich bei vielen Applaus. Dankeschön für den Applaus, das tut gut, das heute Abend doch nochmal hier zu hören und danke auch an Terry für die wunderbare Begleitung. Danke, danke. Und dann natürlich ein ganz, ganz dickes Dank an unsere GebärdensprachdolmetscherInnen, an das wundervolle LGS-Team, das hier schon sehr, sehr müde sitzt, aber trotzdem noch bis zum bitteren Ende mitgemacht hat. Ihr seid wirklich der absolute Oberknaller. Und bevor ich jetzt das Wort an unseren Rausschmeißer Raul übergebe, wollte ich euch eine Sache doch nicht vorenthalten. Ich hatte mir eigentlich überlegt, in den Abstimmungspausen lustige Fakten über Otter zu nennen. Ich finde nämlich, es gibt zu viel Katzen-Content online und Otter werden sehr häufig übersehen. Die mussten jetzt leider dran glauben, aber nur ganz kurz, mein Lieblingsfakt, Otter sind sehr verspielte Tiere und sie bauen sehr gerne kleine Rutschbahnen an Flussufern und rutschen da dann runter. Ich hoffe, in diesem Sinne könnt ihr diesen Samstagabend noch verbringen und wir sehen uns morgen wieder. Ganz vielen Dank und jetzt over to Raul. Vielen, vielen Dank, liebe Terry. Und ich sag mal, es gibt ja verschiedene Strategien, sich erneut für ein Präsidium zu empfehlen, aber Otter-Cliffhanger gehörten bisher nicht dazu. Aber ich bewundere diese Strategie und sie wird sicherlich erfolgreich sein. Vielen Dank auch für deinen grandiosen Job heute. Und jetzt vor allem vielen, vielen Dank euch allen. Wir hatten ja ein bisschen Sorge, dass so richtig Parteitagsstimmung aufkommt. Und was soll ich sagen? Wir hängen in der Zeit, wir haben einen Wahlkrimi, die Versammlung hatte sich so ein bisschen verhakt. Insofern eigentlich alles tatsächlich ein bisschen wie immer und ich wünsche euch jetzt vor allem eine gute Nacht, eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder und machen dann mit den Plätzen 45 bis 80 weiter. Vielen, vielen Dank für eure Disziplin bei dieser Versammlung und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.